Urinstinkte, das heutige Thema bei meinem Kanal. Urinstinkte bedeutet Jäger und Sammler, Fortpflanzung und so weiter. Jäger und Sammler, wir kennen es aus der Vergangenheit oder wir kennen es nicht, wir wissen es zumindest aus Übersetzungen und aus Überbringungen, dass die Menschen damals gejagt haben, um Nahrung zu bekommen, um zu überleben. Aber auch um ihr Leben zu schützen, sich verteidigt haben. Dann gab es die Sammler. Die haben dann Beeren, Äpfel, alles was man pflücken und sammeln konnte, gesammelt. Deswegen Jäger und Sammler. Das ist ein natürlicher Urinstinkt, um einfach zu überleben, denn ohne Nahrung konnte man nicht essen und trinken. Ja, weiter geht es. Mit der Sexualität. Fortpflanzung gehört auch zu unseren Urinstinkten, auch wenn es manche Menschen gibt, die nicht die es sehr stark unterdrücken. Medizinisch ist es nicht widerlegt, dass die ihre Gesundheit damit schädigen. Allerdings merkt man es in ihrem sozialen Verhalten, dass ja oft etwas gereizt sind, weil der Körper sich quasi nicht das holen kann, was er gerne möchte, weil Körper und Geist gegeneinander arbeiten. Es ist nichts Schlimmes, man muss nur damit eben leben können. Aber der Urinstinkt gehört zur Fortpflanzung, Essen und Trinken, also Jagen und Sammeln. Heute ist Jagen und Sammeln ein Überbegriff von Einkaufen, Shopping, Endorphine und Glückshormone aufbauen dadurch und solche Dinge. Das gehört alles dazu. Ich sollte mal nicht öfter meine Hand in die Kamera halten, dann würde sich auch mein Mund da drinnen bewegen. Ja. Jagen. Heutige Zeit, wie kann man denn das umschreiben? Wir jagen quasi der Kaufhalle hinterher. Ob es jetzt nun Real, Kaufland, Edeka, Kaisers gibt es schon gar nicht mehr. Ist egal welche Kaufhalle. Jagen wir hinterher. Gut, diese Kaufhalle rennt nicht weg, wie der Tiger von damals, oder der Elefant, oder was die eben gejagt haben. Die Beute wartet auf einen, sie macht sogar die Tür auf. Man kann in die Beute reingehen, also in die Kaufhalle reingehen und sammeln. Man hat einen Einkaufswagen und sammelt und bezahlt. So werden heute Jagen und Sammeln quasi vereinbart, was damals eben getrennt war. Das ist ganz normal, dafür müssen wir uns nicht schämen, genauso wie mit der Fortpflanzung und auch mit dem Willen zu überleben. Wir haben das Recht drauf, wir sind Menschen, Tiere machen das Gleiche, sie jagen, um zu fressen, um zu überleben, sie trinken, um Flüssigkeiten zu sammeln, um zu überleben. Sie pflanzen sich fort, damit die Art der Lebewesen weiter fortbestehen bleibt und so weiter. Es ist ganz normal. Man darf dies nicht außer Acht lassen und man sollte auch nicht unbedingt dagegen handeln. Allerdings ist Jagen und Sammeln auch mit dem Hunger verbunden. Und gerade zu Covid-Zeiten sollte man darauf achten, dass man an der Kasse, wenn man unbedingt was essen möchte, um seinen Instinkt zu stillen, nicht unbedingt auf Millimeter auf denjenigen davor rangeht, um dann zu drängeln, nur damit man dann quasi schneller nach Hause kommt und was essen kann. Diesen Instinkt kann man unterdrücken, alle anderen Instinkte eher nicht. So, damit verabschiede ich mich. Bis dahin. Tschüss.